In der Bundeshauptstadt Berlin freut sich Chirurgin Anke Rosenthal auf einen neuen Tag mit neuen Menschen, denen sie helfen kann. Mein Name ist Dr. Anke Rosenthal, ich bin 41 Jahre alt, bin Chirurgin, Allgemeinärztin und Ernährungsmedizinerin. Auf den Tipp einer Freundin hin sucht Elisabeth Karkaré das Behandlungszelt von Dr. Rosenthal in der Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße auf. Ich habe eine 7-jährige Tochter und seit der Geburt meiner Tochter habe ich halt ein Problem mit meinem Bauch. Also ich habe so eine Fettschürze, ne? Ja. Und halt alles mit Schwangerschaftsstreifen gedehnt. Und man hat, also die Ärzte haben mir bis jetzt gesagt, dass ich das nur halt operativ entfernen lassen kann. Bereits mit 16 Jahren wurde Elisabeth Karkaré Mutter. Da die 23-Jährige während der Schwangerschaft nicht auf ihre Ernährung geachtet hat, nahm sie in dieser Zeit 20 Kilo zu. Seither ist die Alleinerziehende todunglücklich mit ihrem Körper. Sie sind ja in einer starken Gewichtsklasse. Sie müssten erstmal so auf ein Normalgewicht kommen. Nicht ins Untergewicht, aber Normalgewicht. Und dann müssten wir mal gucken, wie das dann aussieht kosmetisch. Und dann könnte ich auch befürworten, okay, wir machen dann eine Bauchdeckenstraffung. Ich kann jetzt aktuell natürlich nicht absehen, wie viel Fett und wie viel Muskelanteil sie haben. Das ist ja auch immer eine Sache, dass man nicht nur vom Gewicht ausgehen kann. Manche Patienten, die sehr sportlich sind und sind dann schwerer, sind trotzdem nicht übergewichtig. Und durch die Geburt kann das natürlich sein, dass sie auch während der Geburt dann gut zugenommen haben. Liege ich da richtig? Kilo. 20 Kilo. Die waren nach der Geburt auch dann wieder weg. Ja. Danach zugenommen. Auch die erneute Gewichtszunahme nach einer Geburt ist der Berliner Chirurgin nicht unbekannt. Bei der Untersuchung bemerkt Anke Rosenthal, dass sich ihre Patientin aus Schamgefühl in ein unbequemes Korsett zwängt. Ich habe die Patientin nicht gebeten, das Mieder auszuziehen, weil es ist den Patienten sehr, sehr unangenehm, was ich auch verstehe. Das ist was sehr Persönliches, was ich dann lieber in der Praxis durchführen würde. Und sie trägt ein Mieder, um eben ihre Figur einigermaßen in Schuss zu halten, in Form zu halten. Das ist der Grund. Haben Sie auch Schwierigkeiten an den Oberarmen? Das haben viele Patienten, auch dort Streifen. Die junge Mutter leidet sehr unter ihrem Äußeren. Die 23-Jährige traut sich nicht, Verabredungen mit Männern zu treffen, weil sie nicht weiß, was sie anziehen soll. Gut. Nichtsdestotrotz, eine Gewichtsreduktion ist dringlichst erforderlich. Ja? Und Muskelaufbau, dann sieht das auch besser aus. Die Streifen sind ein Zeichen für schlechtes Bindegewebe. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Patienten auch Gewichtsschwankungen haben, viel zunehmen oder dann wieder viel abnehmen, dann reißt die Haut im Rahmen des Zunehmens. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann man gegen diese Streifen, wenn sie schon da sind, gar nichts machen. Ich war auch schon bei mehreren Schönheitschirurgen, die haben mir halt alle gesagt, dass ich eine Bauchdeckenstraffung machen sollte und halt an den Seiten halt das Fett absaugen. Und ja, also ich hätte nicht gedacht, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, außer abnehmen. Wenn ich abnehme, ist klar, aber dann hängt die Haut ja, ist ja nicht gestrafft. Der große Denkfehler liegt darin, dass viele Patienten meinen, wenn man das Fett wegschneidet, dann ist es weg. Und das ist genau verkehrt, weil das Fett kommt wieder. Wenn die Patienten weiterhin viel essen und ihr Leben nicht verändern, unter anderem keinen Sport treiben, wird auch wieder Fett angesammelt in den übrigen Fettzellen. Und dann spricht man von einer Vergrößerung der restlichen Fettzellen. Und die Patienten werden erneut dick. Deswegen müssen wir es umgekehrt machen, dass sie erst abnehmen, eine gute Gewichtsklasse, so 10 bis 15 Kilo hatte ich gesagt, das ist realistisch. Und dann gucken wir uns das mal an, ob das kosmetisch tragbar ist. Und sonst könnten wir dann auch über die Kasse eventuell eine Bauchdeckenstraffung beantragen. Da Elisabeth Karkaré von den Ausführungen der Ärztin sehr überzeugt ist, vereinbart die gebürtige Dortmunderin für den Nachmittag einen Termin in Dr. Rosenthals Praxis. War echt informativ. Mir wurde zum ersten Mal von einer Ärztin gesagt, dass ich nicht sofort eine Bauchdeckenstraffung machen muss oder Fett absaugen. Und dass ich das auch anders hinkriegen kann mit Gewichtsabnahme und